So, vielen Dank, Herr Bach, für die Worterteilung. Guten Tag in die Runde. Ich bin sehr froh und stolz, heute bei Ihnen sein zu dürfen und über meine Herzensangelegenheit Afrika reden zu können. Nachdem wir Sie jetzt mit unseren Namen und unseren Titeln und unseren Erfahrungen erschlagen haben, verspreche ich Ihnen, dass ich versuchen werde, das relativ einfach zu gestalten, sprachlich. Und jetzt werde ich erst mal gucken, ob ich es technisch hinkriege, meine Moment, da muss ich erstmal den Bildschirm teilen. Das sieht gut aus, wir sehen es. Das Wir sieht gut können. aus. So, jetzt muss ich es nur noch. Halt, Entschuldigung. Das ist gar nicht so einfach. So, zack. Das haben Sie schon gehört. Ach so, ich bin gebeten worden, noch auf eine Sache hinzuweisen. Und zwar, also die beiden folgenden Kolleginnen und Kollegen und ich arbeiten beide eben für die Organisation, die Ihnen gerade vorgestellt worden ist und die da auch nochmal steht. Die Abkürzung ist übrigens CIF. Wir sagen nicht ZDF, sondern CIF. Und das CIF, also genau die, und ich bin Frau Vogt sehr dankbar, dass Sie gerade auf der einen Folie, wo Sie diesen Instrumentenkasten sozusagen aufgemacht haben, so die verschiedenen Bereiche, in denen man arbeiten kann. Und die Hauptaufgabe des CIF ist die Vermittlung von solchen zivilen Expertinnen und Experten in die auch schon erwähnten Friedenseinsätze, insbesondere der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit. Tut mir leid, ein langer Name. OSZE. Das machen wir mit ungefähr 150 Personen im Jahr, schicken wir in solche Einsätze, in insgesamt 45 Friedenseinsätzen weltweit arbeiten deutsche Expertinnen und Experten in einigen von diesen Feldern. Was wir nicht machen, und das ist auch gleich, damit steigen wir jetzt ein, was klassische Friedenseinsätze nicht machen, sind die beiden Bereiche sozusagen außerhalb, also sind sozusagen einerseits der Bereich Humanitäres, also Nahrungsmittel, Wasser, Katastrophenhilfe und andererseits Entwicklungszusammenarbeit, früher Entwicklungshilfe. Das ist vor allem der mittlere Teil, das ist Friedenssicherung, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheitssektorreform, aber dazu gleich mehr. Jetzt zeige ich Ihnen einmal ganz kurz eine Karte, um Sie einzuführen in den Bereich Friedenseinsätze auf dem afrikanischen Kontinent. So, das ist eine Karte, die übrigens also innerhalb des CIF ich produziere. Sie können sie nicht lesen, das macht aber auch nichts. Es geht nicht darum, dass Sie die einzelnen Einsatznamen lesen. Es geht nur darum, dass Sie einen Eindruck dafür bekommen, dass auf dieser Weltkarte, das sind alle Friedenseinsätze der Welt. Die meisten von denen, ganz simpel gesagt, die meisten sind in Afrika. Und wenn Sie sich die Färbung angucken, das ist so wie die auf der Corona-Karte, die wir alle kennen aus der Zeitung oder so, je dunkler, umso größer. Und größer heißt mehr Personal. Und Sie sehen, es gibt halt hier diese ganz dunklen und von den großen sechsen sind fünf in Afrika. Ne? Mali, ich hoffe, Sie sehen meinen Cursor, das ist Mali, das ist Zentralafrika, das ist Südsudan, das ist der Kongo und das ist Somalia. So. Nur dieser, das ist dann der erste Eindruck, den ich Ihnen vermitteln möchte. Es gibt viele Friedenseinsätze und die sind im Schnitt relativ groß. Wenn wir jetzt weitermachen, es sind ganz unterschiedliche Organisationen, die das machen. Zwei wichtige sind schon genannt worden von Frau Vogt. Nochmal herzlichen Dank dafür. Das sind einmal ich kürze die anders ab. Ich sage UN, die üblichere deutsche Abkürzung ist VN, ist aber das gleiche, die Vereinten Nationen. Das sind die mit der himmelblauen Fahne, die Sie schon gesehen haben. Und entsprechend habe ich übrigens auch die Farbe der Präsentation gewählt. Und die Europäische Union. Bei diesen Organisationen, die übrigens oft, ich weiß nicht, ob Sie es auf der Karte sehen konnten, in relativ vielen Ländern ist mehr als ein Friedenseinsatz gleichzeitig. Zum Beispiel in Mali ist einer von den Vereinten Nationen und gleich zwei von der EU. Da gibt es eine direkte deutsche Beteiligung mit, das hatten Sie schon gehört, Militär. Es gibt Polizei, darüber werde ich nichts sagen, weil darüber spricht gleich wesentlich kompetenter als ich, die Annika Hansen, zu Ihnen. Und eben ziviles Personal, was ich hier rot gefärbt habe, weil das eben unser Spezialgebiet ist. Aber bitte nicht vergessen, es gibt auch Friedenseinsätze afrikanischer Organisationen, insbesondere der Afrikanischen Union, abgekürzt AU, was Absicht ist, das ist sozusagen das afrikanische Gegenstück zur Europäischen Union. Da gibt es in einigen Fällen, nur in einigen Fällen, einen indirekten deutschen Beitrag. Mit indirekt meine ich, entweder zahlen wir Geld, wir unterstützen bei der Logistik, zum Beispiel beim Transport, oder wir unterstützen durch Ausbildung und Beratung.
Insgesamt, damit Sie eine Idee von der Größenordnung kriegen, gibt es in Afrika 30 Einsätze, 12 von den Vereinten Nationen, 12 von afrikanischen Organisationen, 9 von afrikanischen Organisationen und 9 von der EU. Gesamtstärke, die ist natürlich gerundet und ändert sich jede Woche, rund 110.000 und allein fast 3/4 kommen von den Vereinten Nationen. Die allermeisten von denen, von diesen 75.000 Leuten, sind Militärs. Das sind die berühmten Blauhelme. Die werden von ganz unterschiedlichen Ländern gestellt. Da gibt es einen deutschen Beitrag, nämlich der Name fiel auch schon in Mali. Müssen Sie sich wirklich nicht merken. Die Mission heißt MINUSMA, ist aber wurscht. Diese Einsätze sind, das sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Also zum Beispiel die 9 von der EU, 1.800 zusammen. Das heißt, wenn Sie es teilen, das geht zum Glück ganz elegant. Das heißt, das sind im Schnitt ungefähr 300 Leute. Die von der UN sind häufig 15.000. Nächster wichtiger Punkt, inzwischen kommt ein wesentlicher Teil dieser 110.000, das Personal kommt aus Afrika selbst. Logischerweise, wenn Sie, vielleicht sehen Sie meinen Cursor wieder hier, diese 36, das sind logischerweise alles Afrikaner. Die 1.800 sind natürlich keine Afrikaner, weil die kommen aus der EU, aber von diesen 75.000 von den Vereinten Nationen kommen inzwischen gut über die Hälfte aus Afrika selber. Was auch gut so ist, denn der Witz an einem Friedenseinsatz ist ja dieses, ich habe Ihnen das mal da unten in Anführungszeichen gesetzt, Ziel ist ja immer die Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Anspruch, in irgendeinem Zeitpunkt mal afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme zu finden. So, deutsche Beiträge, ganz knapp, Militär, haben Sie schon gehört und gerade zu Mali, glaube ich, hören Sie auch noch was. Haben Sie noch einen speziellen Beitrag von Dennis Tuhl, den ich ganz gut kenne. Das wird sicher großartig. Polizei sage ich auch nichts, das macht meine Kollegin gleich nach mir. Zivilpersonal ist orange gefärbt, orange ist die Farbe des ZIF und davon werden wir jetzt noch reden, die verbleiben dann ungefähr 5 Minuten. Bei den Vereinten Nationen arbeiten rund 30 Deutsche in deren verschiedenen Missionen, bei der EU ungefähr 20 Deutsche. Dann habe ich Ihnen noch ein paar Beispiele aufgelistet. Auf der anderen Seite können Sie sich kurz angucken oder auch nicht. Das können wir nicht vertiefen, weil dafür 10 Minuten wirklich die Zeit nicht reicht. Da erzähle ich Ihnen lieber was konkreter ist. Und jetzt gehen wir mal sozusagen ins sprichwörtlich Eingemachte. Was machen die da eigentlich? Fragen Sie sich sicherlich. Sie werden mich gleich auch noch nachfragen, nehme ich an. Das ist eine kleine Auswahl, drum typische Aufgaben von Zivilpersonal in Friedenseinsätzen. Wohlgemerkt, gerade bei der UN sind mindestens 4/5 Militärs. Die lassen wir jetzt mal weg. Dann ist noch einmal ein großer Teil Polizei, die lassen wir auch weg. Typische Aufgaben sind, und die ersten beiden kann man gut zusammennehmen, weil das machen manchmal sogar die gleichen Leute. Schöner Begriff, Schutz der Zivilbevölkerung vor Übergriffen durch bewaffnete Gruppen, Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte. Das sind zentrale Aufgaben, spezifisch der UN. Und machen tun die das, damit Sie sich das vorstellen können, die UN hat immer schneeweiße Fahrzeuge. Schneeweiß, damit man sie nicht für Militär hält, auch wenn Militärs drin sitzen. Also die haben sogar schneeweiße Kampfhubschrauber und schneeweiße Drohnen und schneeweiße Schützenpanzer. Die Zivilisten fahren in schneeweißen Geländewagen rum. Und die fahren dann im Ostkongo in ein Dorf, steigen aus, begrüßen den Dorfältesten und sagen ganz simpel, was ist denn gerade los bei euch? Habt ihr Probleme? Gab es bewaffnete Überfälle? Und dann sagen die entweder ja oder nein. Und dann gab es Übergriffe, das kommt nämlich leider ein großes Problem, das wird nachher auch noch vertieft. Habt ihr Probleme mit euren eigenen Leuten, also mit der Polizei, mit dem Militär, haben die euch schikaniert, haben die euch beklaut? Und dann schreiben, das ist die Waffe des Zivilisten im Friedenseinsatz, ist der Kugelschreiber unter anderem. Die schreiben das einfach auf und nehmen das mit nach Hause und melden das also hoch in der Kette, bis es irgendwann in New York landet. Und das klingt völlig albern und langweilig, sowas nur aufzuschreiben. Aber wenn man nicht weiß, was passiert, kann man dagegen nicht vorgehen. Und dieses, auf Neudeutsch genannt, dieses Reporting ist ein ganz wesentliches Element und ein wesentliches Instrument. Was die auch noch machen ist, dazu, das überlasse ich, glaube ich, auch meiner Kollegin, auf die ich mich stark verlasse, das kam auch schon, dieser Aufbau von rechtsstaatlichen Strukturen, was im Prinzip das ganz elementare Prinzip ist, gleiches Recht für alle. Das klingt für uns banal, ist es aber wirklich nicht, wenn Sie mal in Afrika waren. Das ist der Grund, warum Afrikaner niemals die Polizei rufen. Ne? Weil wenn sie in Afrika die Polizei rufen, das ist nicht wie bei uns. Erstens kommt sie nicht, wenn sie Glück haben, kommt sie nicht. Aber wenn sie Pech haben, kommt sie, dann gibt es richtig Ärger. Weil die nämlich im Regelfall nicht die Gesetze umsetzen. Weitere Möglichkeit von dem, was Zivilisten machen, ist zum Beispiel bei der Ausbildung und Beratung, das haben Sie auch schon gehört, auf ganz verschiedenen Ebenen. Das kann im Ministerium sein, Beratung, wie schreibe ich ein neues Wahlrecht.
so dass es passt für dieses Land. Bei Behörden, bei Ämtern, wie mache ich ja ordentliche Verwaltung? Auch im Bereich Sicherheitssektorreform, der auch schon angesprochen worden ist, aber jetzt ganz entscheidend, auch das ganze langweilige Elementare, wie zum Beispiel die Technik, so ein Friedenseinsatz, das sind teilweise 15.000 Leute im Südsudan. Das ist wie wenn Sie eine Kleinstadt aus einem Flugzeug mit dem Fallschirm abwerfen. Da sind Sie in der Mitte von nirgendwo und brauchen alles. Das sind 15.000 Leute. Die brauchen ein Büro mit einem Strom, mit einem Telefon, mit einem Computer, mit einem Stuhl, mit einem Bleistift. Und die brauchen was zu essen, die brauchen da Wasser und die brauchen, wie ich unten hingeschrieben habe, alles vom Schokoriegel bis zum Schützenpanzer. Irgendwer muss das organisieren. Ist unfassbar aufwendig. Weil, wie gesagt, sie brauchen ein westliches Büro im Kongo-Urwald oder in der Sahelzone oder im Südsudan. Das übrigens, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Manche dieser Regionen haben ein Klima, was nicht ganz ist wie bei uns. Der Südsudan steht die Hälfte des Jahres unter Wasser. Herausforderungen und Aussichten, damit komme ich zum Schluss. Kernproblem, ganz simpel, wenn Sie bei Afrika ist viel größer, als man glaubt, übrigens bei unseren Weltkarten auch falsch sind. Wir benutzen so Mercator-Projektionen, die nach Norden gekippt sind. Da wirkt Europa so groß wie Afrika, aber Europa ist wesentlich kleiner als Afrika. Ganz am Ende der ersten Zeile, wenn Sie mal hinschauen möchten, Deutschland hat 357.000 Quadratkilometer, Mali ist 3,5 bis 4 Mal, nur Mali ist 3,5 Mal so groß. Und Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass es in Mali weniger Straßen gibt als in Deutschland. Also wenn Sie in Mali von A nach B wollen, das dauert länger. Also Größe, Klima, mangelnde Infrastruktur bei gleichzeitig geringer und in den letzten Jahren eher sinkender Ausstattung mit, naja, mit Leuten, mit Zeug und mit Geld. Das ist nicht einfach. Also auch wir sollen angeblich immer mehr machen mit immer weniger und das funktioniert meiner Meinung nach in keiner Form des Managements. Das wahrscheinlich zentrale inhaltliche Problem ist das in der Mitte. Es muss eine Vielzahl von Problemen und Konflikten gleichzeitig gelöst werden. Das hat Frau Vogt auch schon angesprochen. Sie können am Konflikt nicht sagen, so, jetzt machen wir mal Stopp, jetzt lösen wir mal ein Problem. Und dann, wenn wir das haben, machen wir das Nächste. Das geht nicht, weil Konflikte haben ganz verschiedene Treiber. Das können Konflikte zwischen ethnischen Gruppen sein. Es können religiöse Konflikte sein in manchen Ländern, nicht in allen. Es ist nicht immer der Islam. Aber in manchen Ländern gibt es einen Konflikt zwischen Christen und Moslems. Es gibt Konflikte, wurde auch schon angesprochen, sehr gute um Land, um Wasser, verschärft durch Klimawandel. Die Sahara wird immer größer, wächst in dem Fall nach Süden. Die Leute, die da wohnen, werden nach Süden vertrieben. Da wohnt aber schon jemand und sagt, was wollt ihr hier? Das ist mein Land. Und dann die anderen, ja schon, aber wenn ich nicht komme, verhungern meine Kühe. So, Herr Kienanz, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Tut mir leid. Kein Problem, ist nur noch ein Punkt. Was wir brauchen in der Zukunft ist definitiv, und das wird Sie freuen wahrscheinlich, wir brauchen definitiv mehr zivile Elemente, als wir bisher gehabt haben. Denn, und das sehen inzwischen eigentlich alle ein, mit rein militärischen Maßnahmen oder mit überwiegend militärischen Maßnahmen werden wir es nicht schaffen, dieses magische Dreieck aufzubauen, wo sie dann gut funktionierenden Staat gleichzeitig eine kompetente Regierungsführung im Interesse von allen, Sicherheit für alle und Wirtschaft, Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung für alle hinbekommen. Ein Vorteil, den Deutschland dabei hat, Deutsche sind in Afrika relativ beliebt. Deutsche Beiträge sind immer sehr willkommen. Wir gelten als ehrlicher Makler, unter anderem, weil wir eine länger zurückliegende koloniale Vergangenheit haben. Wir hatten mal Kolonien, aber wir sind im Schnitt, nimmt man uns eher ab, anständige Motive zu haben als Ländern wie Großbritannien, Frankreich, Sie sehen es, den USA oder China. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich auf Ihre Fragen später. Ich nehme an, wir machen die Fragen am Ende, ne, wenn die anderen...